Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum fünften Tag unserer siebten E-Commerce-Expertenwoche. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich begrüße Sie im Namen der Intellishop AG. Ich bin dort in der Geschäftsleitung und in dieser Woche wieder Ihr Moderator für die siebte E-Commerce-Expertenwoche. Ja, wir hatten diese Woche schon eine Reihe von spannenden Themen. Wir haben begonnen Anfang der Woche mit der mobilen Strategie im B2B-E-Commerce, mit dem Thema Service-Apps. Dann haben wir uns am Dienstag beschäftigt mit der Frage Open Source versus Standardsoftware. Am Mittwoch hat uns Tim Böker von Commerz in das Thema User Centricity eingeführt und Trends im B2B-Shop-Design vermittelt. Ja, und gestern haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wie viel Middleware braucht eine B2B-E-Commerce-Lösung vom Shop hin zur Plattform. Und heute schließen wir unsere siebte E-Commerce-Expertenwoche mit einem Rechtsthema ab. Unser Thema heute ist die neue Datenschutzverordnung ab 2018 und die konkreten Auswirkungen für B2B-Shop-Betreiber. Und unsere Expertin heute ist Sabine Heukroth-Bauer von der Kanzlei Ries Media. Auch hier schon in unserer Expertenwoche ein vertrautes Gesicht, seit Anfang an mit dabei. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, für alle die, die jetzt gerade neu hinzugekommen sind, ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Schwarz von der Intellishop AG. Ich bin heute Ihr Moderator. Sie sind in der siebten E-Commerce-Expertenwoche. Heute ist unser Schlusstag und unser Schlussthema heißt neue Datenschutzverordnung, konkrete Auswirkungen für B2B-Shop-Betreiber ab 2018. Unsere Expertin ist Sabine Heukroth-Bauer von Ries Media. Ja, die Datenschutzgrundverordnung wird Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen, so zumindest die Erwartung bei allem, was man liest oder hört. Wir werden gleich mehr dazu erfahren. Bis Mai 2018, ich glaube, das sind jetzt noch 272 Tage bis zum 25. Mai, müssen Unternehmen ihre Strukturen und Prozesse darauf anpassen. Und wir freuen uns jetzt sehr, da von einer Expertin die nötige Grundlage oder Impulse zu halten, wo wir uns als Shopbetreiber drum kümmern müssen. Ich sage ganz herzlich willkommen und guten Morgen zu Sabine Heukroth-Bauer von der Kanzlei Ries Media und ich schalte jetzt zu Ihnen rüber. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Teilnehmer. Hut ab, dass Sie sich am Ende einer langen Woche dann auch noch mit einem solchen Thema wie Datenschutzgrundverordnung hier beschäftigen möchten. Wir haben jetzt 45 Minuten vor uns zum Thema Datenschutzgrundverordnung und ich habe mir insgesamt so 10 Tipps für Sie zusammengestellt, die auch jeweils mit einem To-Do enden, damit Sie genau wissen, was Sie dann bis Mai nächsten Jahres unternehmen müssen. Damit Sie jetzt nicht wie wild mitschreiben müssen oder sich später die Aufzeichnung nochmal angucken und da alles raussortieren, ich habe die Präsentation schon online gestellt. Die können Sie bei uns auf der Kanzleiseite unter res-media.net/intellishop direkt runterladen. Ich habe mir gedacht, das kann man sich ganz gut melden, merken. Diese Folie zeige ich am Ende des Webinars aber auch nochmal. So, also ich hatte ausgerechnet, dass es noch 276 Tage sind bis in Krafttreten der Datenschutzgrundverordnung, aber es können auch 272 sein, aber auf die 4 Tage kommt es dann auch nicht an. Wir haben alle, das betrifft uns ja auch, richtig viel Arbeit vor uns bis dahin. Ja, warum neues Datenschutzrecht? Es ist tatsächlich so, dass die EU sich entschieden hat, eine Verordnung zu erlassen. Das heißt, dieses Recht muss jetzt auch nicht mehr in deutsches Recht übertragen werden. Also die Deutschen müssen hier nicht wie zum Beispiel zur Cookie-Richtlinie noch irgendwas umsetzen, sondern dieses Datenschutzrecht gilt unmittelbar und diese Datenschutzgrundverordnung ist jetzt auch unser neues Datenschutzrecht und es gilt überall in der EU gleichermaßen ab 25.05.2018. Diese Datenschutzgrundverordnung hatte allerdings ein paar Öffnungsklauseln und die sind mittlerweile auch gefüllt. Es gibt also ein
bereits beschlossenes neues Bundesdatenschutzgesetz, was ebenfalls dann zum 25.05.2018 in Kraft treten wird. Und wo man sich halt so ein bisschen drauf einstellen muss, es wird teuer. Also ja, sind wir mal alle ehrlich, bisher haben wir uns alle eigentlich um Datenschutz nicht wirklich viel Gedanken gemacht und das war eher so ein Nice-to-have-Thema. Also ich hoffe, es ist jetzt kein Datenschutzbeauftragter oder so unter den Teilnehmern. Es ist ja tatsächlich nicht wirklich was passiert bei den meisten, wenn die sich um Datenschutz nicht so wirklich gekümmert haben. Also es gab kaum Bußgelder, vielleicht bei den wirklich großen Unternehmen, bei kleinen, mittleren Unternehmen allerdings nicht und es hatte halt keine Konsequenzen. Nach jetzigem Bundesdatenschutzgesetz ist es so, dass Bußgelder bis zu 300.000 Euro verhängt werden können. Und die richtig großen Unternehmen, wenn solche Bußgelder mal verhängt wurden, die haben das natürlich ja gerade aus der Portokasse bezahlt. Da ist nicht wirklich mit Konsequenzen gerechnet worden. Das sieht jetzt allerdings ganz anders aus. Also je nach Verstoß, es kommt eben immer darauf an, um was es da geht, können Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro verhängt werden dann ab nächstem Jahr. Oder wenn der Betrag höher ist, 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes. Bei richtig großen Unternehmen kann das also ins Geld gehen. Und es geht hier um den weltweiten Konzernumsatz. Und zwar haben die sich überlegt, dass sollen nicht einfach oder auch große Unternehmen sollen nicht einfach irgendwelche kleinen süßen GmbHs aus Gesellschaften ausgründen und dann sagen, die machen dann alles marketingtechnisch, was wir Großen eigentlich alles nicht machen dürfen. Die haben ja dann auch keinen Umsatz. Und da kann dann ruhig mal ein Bußgeld verhängt werden. So ist das nicht gedacht, sondern es geht eben wirklich um den weltweit erzielten Jahreskonzernumsatz. Und davon dann 4%, wenn der höher ist wie 20 Millionen. Und zum Beispiel so eine Regel wie, ja, wie man halt jetzt neuerdings Einwilligung einholen muss, da sage ich nachher auch noch was zu. Wenn man dagegen verstößt, das ist also ein Verstoß, der da schon höher gehängt wird, der kann also bis zu 20 Millionen Euro kosten. Ja, und diejenigen von Ihnen, die jetzt gedacht haben, da stellen wir doch die Server dann irgendwo in Timbuktu auf und dann ist uns das alles egal. Den Zahn muss ich Ihnen leider auch ziehen. Also Flucht ist keinerlei Option. Natürlich gilt die Datenschutzgrundverordnung erstmal für alle Unternehmen mit Niederlassung in der EU. Auch wenn die Datenverarbeitung außerhalb der EU stattfindet. Aber der nächste Punkt ist eigentlich der wichtigere. Er gilt eben auch für Unternehmen mit Niederlassung außerhalb der EU. Also sie haben eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen, sobald sie eben ja EU-Bürgern Waren oder Dienstleistungen anbieten. Und das ist auch völlig egal, auch wenn die kostenlos sind, dann fallen sie eben auch unter die Datenschutzgrundverordnung. Und die wollen damit eben auch so Unternehmen wie, sagen wir mal, Facebook oder Alibaba oder so einfangen. Ich frage mich natürlich, wie das am Ende vollstreckt werden soll, aber so ist es angedacht. Jeder weltweit, der irgendwie EU-Bürgern Angebote unterbreitet, ist also hier mit im Boot und muss sich an die Datenschutzgrundverordnung halten. So, dann fangen wir an. Also ich habe insgesamt 10 Tipps zusammengestellt und ich hoffe, dass wir auch alle 10 schaffen. Gucken wir mal. Der erste ist, fangen Sie an, ein Verfahrensverzeichnis aufzubauen. Es gab bisher schon Dokumentationspflichten im Bundesdatenschutzgesetz, aber eher für die größeren Unternehmen. Und zuständig war auch nur der Datenschutzbeauftragte. Jetzt ist es so, dass die Unternehmensführung direkt zuständig wird. Also zum Beispiel Geschäftsführer einer GmbH haftet auch dafür, dass das alles umgesetzt wird, kann also auch selber sich Bußgelder fangen, wenn er in seinem Unternehmen nicht dafür sorgt, dass zum Beispiel eine solche Pflicht wie das Führen eines Verfahrensverzeichnisses umgesetzt wird. Sie haben natürlich die Möglichkeit, als Geschäftsführer trotzdem die Sachen zu delegieren, zum Beispiel, wenn Sie eben schon einen Datenschutzbeauftragten haben oder eben das Ganze durch Fachabteilung formulieren zu lassen. Sie müssen es aber kontrollieren und Sie müssen dafür sorgen,
dass es tatsächlich gemacht wird. Es ist so, es gibt eine Ausnahme in der Datenschutzgrundverordnung und die ist auch irgendwie ganz groß propagiert worden. Die kleinen Unternehmen sollen sich hier also sollen also ganz beruhigt sein. Für die soll das alles nicht passen und nicht gelten. Das stimmt aber nicht. Richtig ist, es gibt eine Ausnahme, wenn ein Unternehmen weniger wie 250 Mitarbeiter hat, dann soll es nicht ein Verfahrensverzeichnis führen müssen. Aber von der Ausnahme gibt es eine weitere Ausnahme. Das gilt nur, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Beispiel nur gelegentlich erfolgt. Und im Zeitalter der Digitalisierung muss man halt sagen, wenn Sie als B2B-Shop-Betreiber ständig Bestellungen entgegennehmen und auch die Bestellung natürlich per E-Mail und so abrechnen, dann erfolgt diese Verarbeitung eben nicht nur gelegentlich. Und dann muss man halt sagen, dass Sie unter diese Ausnahme nicht fallen. Das heißt, selbst wenn Sie 2 oder 3 Mitarbeiter haben, aber eben ständig online Bestellungen abwickeln, dann müssen Sie trotzdem ein Verfahrensverzeichnis führen. Da führt also kein Weg dran vorbei. Und ich habe ja schon gesagt, was es so für Bußgelder hageln kann. Jetzt wird natürlich für ein kleines Unternehmen jetzt gleich nicht ein Millionenbetrag festgesetzt. Aber wenn da ein 4- oder 5-stelliger Betrag wäre in so einem Bußgeldbescheid, dann wäre das natürlich auch schon, ja, ein Schlag ins Kontor. So, was muss ins Verzeichnis? Da gehören so Sachen rein, wie zum Beispiel der Zweck der Datenverarbeitung. Sie müssen also genau gucken, in welchen Prozessen im Unternehmen werden eigentlich personenbezogene Daten verarbeitet. Und das kann zum Beispiel Ihr Outlook sein, das kann Ihr Newsletter-Programm sein, das ist Ihre Shop-Software. Das ist alles, was Sie marketingmäßig letztendlich unternehmen, um zum Beispiel auch Leads zu generieren. Hier überall werden personenbezogene Daten generiert. Zu den personenbezogenen Daten gehören insbesondere mittlerweile auch die IP-Adressen der Nutzer, völlig unabhängig davon, ob es eine statische oder eine andere IP-Adresse ist. Das ist mittlerweile vom EuGH entschieden. Also immer, wenn eine Person irgendwie ermittelbar ist, ist es ein personenbezogenes Datum und Sie fallen sofort unter die Datenschutzgrundverordnung. Ist auch völlig egal, ob Sie B2C oder B2B-Kunden haben. Und dann müssen Sie anfangen, dieses Verfahrensverzeichnis zu beschreiben. Also die Kategorien, welche Personen bei Ihnen gespeichert werden, welche personenbezogenen Daten und so weiter und so weiter. Das kann also einen ziemlichen Umfang annehmen. So, was sollen Sie also jetzt genau tun? Wenn Sie sich jetzt überhaupt noch nicht um dieses Thema gekümmert haben bislang, dann müssen Sie jetzt sehen, dass Sie die Zuständigkeiten und das Team festlegen im Unternehmen. Wenn Sie schon Datenschutzbeauftragten haben, nehmen Sie mit rein. Beachten Sie aber, die Haftung bleibt beim Verantwortlichen, also bei der Unternehmensführung. Die Mustervorlagen sollten schon lange veröffentlicht werden dazu, sind bislang noch nicht veröffentlicht. Sie können aber auch schon mal mit den alten Mustern anfangen, weil so sehr werden die sich jetzt auch nicht unterscheiden. Es ist also allemal einfacher, wenn Sie sofort anfangen und keine Zeit verlieren und anhand eines alten Musters, was Sie einfach auch googeln können, ein Verfahrensverzeichnis aufsetzen und dann zum Jahresende oder Beginn nächsten Jahres noch ein bisschen anpassen anhand der neuen Rechtslage. Ganz gute Infos zu dem Thema finden Sie auch beim Landesdatenschutz in Bayern. Da habe ich Ihnen den Link auf der Folie hier mit reingesetzt. Da können Sie mal ein bisschen gucken. Also ich kann Ihnen wirklich nur raten, zu dem Thema Verfahrensverzeichnis fangen Sie an. Dann kommen wir direkt zum zweiten Tipp, und zwar bereiten Sie neue Auftragsverarbeitungsverträge vor. Sie kennen alle die bisherigen Auftragsdatenverarbeitungsverträge, also diese ADV-Verträge, von denen man ganz oft hört. Die wird es auch weiterhin geben. Beispiele sind wenn Sie Google Analytics nutzen oder wenn Sie einen Newsletter-Dienstleister in der Cloud haben, wenn Sie Managed Hosting betreiben für Ihren Shop.
Das sind alles Punkte, wo Sie letztendlich mit momentan auch schon mit Auftragsdatenverarbeitern zusammenarbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Sie jetzt schon Verträge haben. Also auch jetzt schon wären Sie verpflichtet, nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz hier einen schriftlichen, separaten Vertrag abzuschließen. Was jetzt neu ist, ist, dass diese Verträge nicht mehr separat geschlossen werden müssen. Sie können also einfach einen Dienstleistungsvertrag mit Ihrem Dienstleister abschließen und in diesem Vertrag auch dieses Auftragsverhältnis bezüglich der Datenverarbeitung regeln. Es ist auch nicht mehr erforderlich, dass Ihr Auftragnehmer, Ihr Dienstleister weisungsabhängig ist, was ja momentan der Fall ist. Das heißt, der muss letztendlich machen, was Sie wollen, auch wenn das natürlich in der Praxis auch nicht immer so der Fall ist. Also versuchen Sie mal Google zu sagen, wo es lang geht. Die werden lachen. Letztendlich kommt es jetzt nach neuer Rechtslage also auf dieses Weisungsverhältnis nicht mehr an, auch wenn es das immer noch gibt. Das Allerwichtigste steht im letzten Satz hier auf dieser Folie, und zwar: Ihr Auftragnehmer haftet jetzt selbst auch auf Datensicherheit und auf Einhaltung aller Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, er hat jetzt eigene gesetzliche Pflichten und kann die auch nicht auf Sie als Auftraggeber abwälzen. Und diese Pflichten sind natürlich in den jetzigen Verträgen nicht geregelt, ja, weil wir das jetzt so alles noch nicht haben. Bisher sind ja Sie sogenannter Herr der Daten. Diese Pflichten müssen also geregelt werden. Das heißt, es müssen neue Verträge her. Und das wäre jetzt so, das ist natürlich wieder sich jemand im Unternehmen. Das können Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel Geschäftsführer sind, natürlich nicht alles selber hier in die Hand nehmen. Arbeiten Sie hier im Ihrem Datenschutzbeauftragten oder wenn Sie haben eben auch Rechtsabteilung und kontrollieren Sie, dass die jetzt schon mal listen, welche Auftragsverhältnisse haben Sie eigentlich in Ihrem Unternehmen und bereiten Sie diese neuen Verträge vor. Auch hier soll es Standardvertragsklauseln geben, die man da in die Verträge einfügen kann. Die liegen ebenfalls noch nicht vor, also bleiben Sie da am Ball, googeln Sie immer, beziehen Sie einfach ein paar Rechtsnewsletter, damit Sie da, sobald die veröffentlicht werden, auch sofort an den Start gehen können. Sie können sich natürlich auch einfach individuelle Verträge jetzt schon entwickeln lassen, wenn Sie möchten. Aber was Sie auf alle Fälle machen müssen, ist, listen Sie jetzt schon mal alle ADV-Verhältnisse, gucken Sie, wo Sie in der Cloud arbeiten, wem Sie personenbezogene Daten liefern, wie beispielsweise Google Analytics und solchen Unternehmen, und fangen Sie an, diese neuen Verträge vorzubereiten, weil am Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres wird es dann sonst recht eng für Sie. So, dann habe ich Tipp 3, das wollte ich der Vollständigkeit halber unbedingt mit reinnehmen. So dürfen Sie eben auch nach dem Mai 2018 weiterhin Cloud-Anwendung von US-Unternehmen nutzen. Es gibt ja insbesondere viele Newsletter-Anbieter, die jetzt auch genutzt werden, die ihren Sitz in den USA haben. Und da hat sich ja einiges getan in den letzten 2 Jahren. Es gab ja mal dieses Safe Harbor Abkommen, das heißt, die EU hatte ein Abkommen mit den USA, wonach die EU gesagt hat, wer eben Cloud-Anbieter in den USA nutzt, der ist unter bestimmten Voraussetzungen, ist der safe und darf die US-Anbieter auch beauftragen und denen Daten liefern. Und das Ganze nannte sich eben Safe Harbor Abkommen. Das ist aber leider untergegangen und gekentert, weil nämlich der Europäische Gerichtshof gesagt hat, in einem Verfahren mit einem Herrn Schrems, der da geklagt hatte, dass die USA so datenschutzrechtlich dann doch eher einer Bananenrepublik gleichzusetzen sind. Und die haben das Safe Harbor Abkommen gekippt und dann gab es halt so einen rechtsfreien Raum, in dem auch in diesem Zeitrahmen gab es dann auch Bußgeldverfahren gegen größere Unternehmen, die trotzdem weiter mit Cloud-Anbietern zum Beispiel in den USA zusammengearbeitet haben. Mittlerweile haben wir es
Sommer letzten Jahres, das sogenannte Privacy Shield. Hier können Sie mit bestimmten Vertragsklauseln, also das sind ja vorab abgesegnete Klauseln der EU oder mit Binding Corporate Rules, können Sie regeln und vertraglich vereinbaren mit einem US-Unternehmen, dass Sie die nutzen können, dass Sie Ihre Daten dorthin liefern können, zum Beispiel, wenn Sie einen Newsletter-Anbieter zum Beispiel eben in den USA nutzen. Sie können natürlich auch einen Anbieter nutzen und vertraglich regeln, dass der seine Server in der EU oder im EWR stehen hat und dass das alles innerhalb der EU abgewickelt wird, einschließlich des Backups. Das wäre dann auch safe. Wenn der aber mit seinen Servern tatsächlich in den USA sitzt, müssen Sie momentan also das vertraglich regeln, und zwar im Rahmen, wie die Aufsichtsbehörden das genehmigt haben, eben mit diesen Vertragsklauseln. Da habe ich Ihnen auch einen Link eingebaut, wo Sie sich zu dem Thema da weiter informieren, wenn Sie das möchten. Jetzt ist ja die Frage, was kommt dann mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai nächsten Jahres auf Sie zu, wenn Sie eben einen US-Anbieter da nutzen? Momentan ist Stand der Dinge, dass die EU-Kommission auf eine entsprechende Anfrage schon im April gesagt hat, alles im grünen Bereich, kein Problem, alles easy. Da gab es so eine Pressemitteilung, dass es gibt überhaupt gar keine Änderung aufgrund der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt drücken wir auch mal alle die Daumen, dass das dann auch tatsächlich so bleibt. Also Ihr To-Do wäre, wenn Sie jetzt einen US-Anbieter momentan nutzen, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung müssen Sie erstmal nichts tun. So, jetzt ist nur die Frage, ob das so auch bleibt. Ich würde Ihnen raten, hier auch die News im Internet so ein bisschen zu beobachten zu dem Thema, ob es denn bei der Einschätzung der EU-Kommission so bleibt. Außerdem ist natürlich auch immer die Gefahr, dass der EuGH, dass der Europäische Gerichtshof irgendwann dann doch einfach mal auch das Privacy Shield dann irgendwann kippt, und dann hätten wir dasselbe Problem wie nach Kentern dieses Safe Harbor Abkommens. Das heißt, wenn Sie schon einen Anbieter nutzen, können Sie sich momentan entspannt zurücklehnen. Ich würde Ihnen aber raten, die Szene zu beobachten. Wenn Sie jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, welchen Anbieter Sie nutzen, weil Sie irgendeine neue Marketingmaßnahme planen, gehen Sie einfach zu einem Anbieter innerhalb der EU oder des EWR. Nutzen Sie also Server und Cloud-Angebote innerhalb der EU, damit Sie dann auf lange Sicht dann wirklich auch safe sind und da keine Probleme haben, weil es ist immer schwierig, wenn man unter Zeitdruck einen neuen Anbieter nutzen muss und erst Daten migrieren muss. So, dann Tipp 4. Prüfen Sie bei allen Ihren Prozessen, wann eine Einwilligung der Betroffenen erforderlich ist oder ob andere Erlaubnistatbestände greifen. Es gibt ein paar Erlaubnistatbestände, die sind jetzt nicht alle so neu. Was für uns neu ist, ist vielleicht das berechtigte Interesse jedenfalls in dem Umfang. Ich habe jetzt mal hier die neuen Erlaubnistatbestände aufgeführt. Erlaubnistatbestände ist natürlich so ein juristischer Begriff. Grundsätzlich ist es so, erstmal ist alles verboten, außer einer dieser Erlaubnistatbestände greift. Das heißt, Sie dürfen personenbezogene Daten überhaupt nur erheben, speichern, nutzen, irgendwas damit machen, wenn einer dieser Erlaubnistatbestände für Sie greift. So, und als erstes haben wir die Einwilligung des Betroffenen. Die kennen wir schon, die bleibt auch. Sie können also natürlich immer auch weiterhin die Einwilligung Ihrer Nutzer einholen, wenn Sie irgendwas mit deren Daten machen möchten. Neu ist jetzt für uns das berechtigte Interesse. Es gab natürlich früher im Bereich, insbesondere so Adresshandel und so, Listenprivileg auch schon ein berechtigtes Interesse. Das wird aber jetzt ausgeweitet. Das heißt, es ist erlaubt, Daten zu erheben und zu speichern, wenn das im berechtigten Interesse des Unternehmens ist. Und in der Datenschutzgrundverordnung in den Erwägungsgründen steht, dass die Werbeinteressen eines Unternehmens zu den berechtigten und auch schützenswürdigen Interessen
eines Unternehmens gehört. Das ist natürlich schon mal eine Ansage für die deutschen Datenschützer. Allerdings dürfen die schutzwürdigen Interessen eines Betroffenen, nämlich von den Personen, von denen Sie da die Daten erheben und speichern, die dürfen dem nicht entgegenstehen. Und da ist natürlich ein weites, weites Feld für die Juristen, sich da zu streiten, was denn da nun zulässig wird und was nicht. Das wird also sehr interessant werden, wie die Gerichte das dann am Ende auslegen. Aber man wird natürlich viele Werbemaßnahmen dann hoffentlich auch einfach unter dieses berechtigte Interesse packen können und sagen können, zum Beispiel Targeting könnte darunter fallen, und dass man dann eben so, ja, Werbemaßnahmen dann aufgrund eines berechtigten Interesses rechtmäßig vornehmen kann. Wie sich das alles entwickelt, wissen wir noch nicht. Das muss man beobachten. Was ich vielleicht an der Stelle schon sagen kann: Auf keinen Fall können Sie E-Mail-Marketing aufgrund eines berechtigten Interesses vornehmen. Denn wir haben ja in Deutschland dann immer noch unser Wettbewerbsrecht und Paragraph 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da steht halt drin, dass ich für E-Mail-Marketing erstmal grundsätzlich eine ausdrückliche vorherige Einwilligung benötigen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Behalten Sie das also schon mal im Hinterkopf. So, dann haben wir noch die Erforderlichkeit einer Datenverarbeitung, zum Beispiel zur Erfüllung eines Vertrags. Das ist nicht so neu. Also wenn Sie im Shop zum Beispiel eine Bestellung entgegennehmen, dann müssen Sie Ihren Kunden jetzt nicht erst noch anrufen und fragen, ob Sie denn jetzt seine Daten auch noch speichern dürfen, sondern natürlich dürfen Sie das einfach auf gesetzlicher Grundlage. Gleiches gilt, wenn Sie eine Anfrage bekommen. Also einer meldet sich beispielsweise übers Kontaktformular oder ruft an und sagt, schicken Sie mir doch mal bitte ein Angebot für dieses oder jenen oder für einen bestimmten Artikel. Da müssen Sie ihn auch nicht erst fragen, sondern Sie können ihm natürlich, wenn er Ihnen die E-Mail-Adresse gegeben hat, auch eine E-Mail schicken mit dem Angebot und müssen auch nicht erst fragen, ob Sie denn jetzt diese E-Mail-Adresse speichern dürfen. Oder auch zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Es gibt natürlich steuerrechtliche oder handelsrechtliche Speicherpflichten und aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage dürfen Sie jetzt selbstverständlich die Daten Ihrer Kunden speichern, ob diesen Kunden das jetzt gefällt oder nicht. Da müssen Sie auch nicht erst fragen, sondern das Gesetz sagt, Sie sind sogar verpflichtet, diese Daten zu speichern. Neu ist, habe ich schon gesagt, das berechtigte Interesse. Und ich habe jetzt hier auf dieser Folie dann auch nochmal den Erwägungsgrund 47 hier für Sie eingefügt, dass Sie das, wenn Sie möchten, auch nochmal nachlesen können. Also es steht einfach drin, dass zum Beispiel Direktmarketing als berechtigtes Interesse betrachtet werden kann. Und an dieser Stelle eben auch nochmal der Hinweis, E-Mail-Marketing ist natürlich nach deutschem Recht UWG nicht ausgehebelt. Sie müssen weiterhin eine Einwilligung für E-Mail-Marketing einholen. So, was sollen Sie machen? Wenn Sie jetzt dabei sind, Ihr Verfahrensverzeichnis zu formulieren, dann haben Sie natürlich mal eine Liste sämtlicher Prozesse, die in Ihrem Unternehmen sich so mit personenbezogenen Daten beschäftigen und wo eben solche Daten abgespeichert werden. Das heißt, Sie müssen jetzt mal genau gucken, zu welchem Zweck erfolgt diese Datenverarbeitung und vor allem auf Grundlage welcher Rechtsgrundlage, welchen Paragraphens. Also ich gehe nochmal zurück. Sie müssen wirklich hier zu jedem Prozess genau gucken, machen wir das mit einer Einwilligung? Machen wir das, weil wir sagen, wir haben ein berechtigtes Interesse, was jetzt dem schutzwürdigen Interesse des Betroffenen überwiegt? Oder machen wir das zur Erfüllung eines Vertrags, weil es eben um eine Bestellung geht und so weiter und so weiter? Und das müssen Sie in Ihrem Verzeichnis, in Ihrem Verfahrensverzeichnis genau aufführen. Aber, und das ist auch neu, auch in der Datenschutzinformation in Ihrem Shop und auf Ihrer Webseite. Sie haben ja hoffentlich alle schon so eine Seite Datenschutz oder Datenschutzinformationen, Privacy Policy, und da müssen Sie eben neu auch diese Informationen dann alle aufführen. Das heißt, das können Sie schon mal vorbereiten und das wäre eben auch Ihr To-Do. Das wäre das vierte To-Do zu den neuen Erlaubnistatbeständen. Überprüfen Sie alle Prozesse, ob Sie die auf eine Einwilligung stützen können, auf berechtigtes Interesse oder eben, ja, zur Erfüllung eines Vertrags, vorvertraglicher Maßnahmen und so weiter und so weiter. Und Sie können dann wirklich anfangen, auch die neue Datenschutzinfo schon vorzubereiten
und eben auch das Verfahrensverzeichnis insoweit schon zu aktualisieren. So, Tipp 5. Wir sind fast auf der Hälfte der Strecke. Messen Sie alle Prozesse an den teils neuen Datenschutzgrundsätzen. Es gibt ein paar neue Datenschutzgrundsätze. Und das ist natürlich auch so was Juristisches. Und da fragt man sich natürlich gleich, ja, wofür ist denn das jetzt wichtig bei der täglichen oder praktischen Arbeit? Das kann ich Ihnen erklären. Und zwar so Grundsätze wie Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datensparsamkeit oder so, das ist jetzt nicht alles so neu. Das haben wir auch jetzt schon. Aber das hat natürlich auch einen Grund, einen Hintergrund, und zwar zum Beispiel der Grundsatz der Datensparsamkeit. Wenn Sie gegen diesen Grundsatz verstoßen, kann das Bußgeld bewährt sein. Das heißt, alleine ein Verstoß gegen diesen Grundsatz kann schon dazu führen, dass ein Bußgeld gegen Sie verhängt wird zukünftig. Jetzt könnten Sie natürlich hingehen und sagen, Sie betreiben zum Beispiel Lead-Management, ja, Lead-Generierung. Und Sie haben eben auf verschiedenen Stufen Formulare, wo Sie von Ihren, ja, hoffentlich demnächst dann reifen Leads irgendwelche Informationen abfragen, und Sie versuchen eben, die hier zu einem Auftrag, zu einer Bestellung zu führen. Dann fragen Sie auf jeder Stufe einen Haufen Informationen ab und haben vielleicht eben auch die Einwilligung natürlich korrektermaßen von den Betroffenen dazu eingeholt. Sie müssen aber auf jeder Stufe auch fragen, brauchen Sie eigentlich immer noch alle Informationen? Brauchen Sie alles, was Sie angereichert haben in diesem Profil, um möglichst viel über Ihren Kunden oder demnächst Kunden zu erfahren? Oder müssen mittlerweile auch irgendwelche Daten gelöscht werden? Und das Gesetz verlangt, dass Sie eben trotz Einwilligung nicht einfach machen können, was Sie wollen, und Profile dann bis zum Geht nicht mehr anreichern und dann von der Schuhgröße bis zum sonst was alles Mögliche speichern zu Ihrem Kunden, sondern Sie müssen ständig nachfragen und ständig innerhalb bestimmter Fristen, die Sie festlegen, überprüfen, welche Daten mittlerweile auch gelöscht werden müssen. Wenn Sie dagegen verstoßen, trotz Einwilligung, gibt Ihnen das dann eben nicht Green Card, sage ich mal, für alles, sondern wenn Sie dagegen verstoßen, kann das alleine wegen des Verstoßes gegen einen Datenschutzgrundsatz, nämlich hier Beispiel Datensparsamkeit, zu einem Bußgeld führen. Betroffen sind, und das müssen Sie halt dann ständig immer überprüfen, das Kundenmanagement, sämtliche Werbeeinwilligungen, die Lead-Generierung und so weiter. Also Sie dürfen hier Profile nicht immer nur anreichern, sondern Sie müssen auch löschen. Was machen Sie also? Sie müssen zu jeder Datenverarbeitung wirklich genau überprüfen, was ist der Zweck des Ganzen, warum frage ich die Daten ab, wann werden die wieder gelöscht, ist die Abfrage der einzelnen Daten zur Erreichung des Zwecks eben auch wirklich erforderlich und auch innerhalb welcher Fristen, wann wird was gelöscht. Das muss alles vorher festgelegt werden. Das müssen Sie auch in Ihrem Verfahrensverzeichnis festlegen und eben ständig überprüfen. So, sechstens. So müssen Sie die neuen Einwilligungen einholen. Die Einwilligungen habe ich ja schon angesprochen. Die gehören zu den neuen Erlaubnistatbeständen. Und wie sieht es jetzt aus mit der Einwilligung ab Mai 2018? Das Gesetz sagt, die Einwilligung muss nachweisbar sein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel digitale Einwilligungen einholen für Werbemaßnahmen, Newsletter und so, dann nur noch mit Protokollierung und im Double Opt-in. Also Single Opt-in ist wirklich tot. Sie haben nur über das Double Opt-in wirklich die Möglichkeit, jetzt noch zu beweisen, wer denn wirklich jetzt zum Beispiel einen Newsletter bei Ihnen bestellt hat, wer sich eingetragen hat in den Verteiler. Die neuen Systeme protokollieren das auch. Das heißt, über welches Formular ist der gekommen? Wann hat er dann das Formular abgesendet? Wann hat er den Bestätigungslink in der Bestätigungsmail geklickt? Und so weiter und so weiter. Sie müssen das alles nachweisen. Dann müssen Sie bei der Einwilligung also schon im Online-Formular auf das Widerrufsrecht hinweisen. Da muss also drinstehen, Sie können sich jederzeit abmelden oder Sie können jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen. Dem Betroffenen muss klar sein, zu welchem Zweck er seine Einwilligung erteilt. Das heißt, Sie können zum Beispiel nicht sagen,
Ich willige einfach ein zu allem Möglichen und ich habe jetzt hier noch einen Link auf die Datenschutzinfo, sondern es muss halt drinstehen oder drüber stehen über Formular Anmeldung zum Newsletter. Das heißt, es muss klar sein, zu welchem Zweck der sich da jetzt in den Verteiler einträgt und natürlich auch, wer der Verantwortliche ist. Das ergibt sich natürlich aus der Website. Wenn Sie da Ihr Logo und so drauf haben, dann ist klar, dass Sie jetzt auch diesen Newsletter versenden wollen oder irgendeine Werbemaßnahme betreiben wollen, durchführen wollen. Das muss man dann nicht extra in den Einwilligungstext schicken. Auch würde ich Ihnen dringend anraten, eine Checkbox einzubauen, weil Untätigkeit und Schweigen eben ausdrücklich nach der Datenschutzgrundverordnung nicht ausreicht. Und über eine nicht vorab angeklickte Checkbox, die das Gesetz auch als Beispiel bringt, wie man das machen kann, kann man natürlich auch sagen, hier, der ist jetzt nicht nur zufällig in den Verteiler geraten, sondern der hat auch wirklich die Checkbox angeklickt und will jetzt rein. Und will jetzt zum Beispiel Newsletter-Abonnent werden. So, was ist genau zu tun? Sie sollten sämtliche Einwilligungsprozesse sofort umstellen, wenn die jetzt diesen Anforderungen hier aus der Folie 30 nicht komplett entsprechen. Fangen Sie jetzt bereits an und damit komme ich eben auch zum nächsten Tipp. Was ist nämlich mit alten Einwilligungen, die jetzt diesen Anforderungen nicht entsprechen? So können Sie Alteinwilligungen weiter nutzen. Also es gibt einen Erwägungsgrund 171 in der Datenschutzgrundverordnung und es gibt auch einen Beschluss des Düsseldorfer Kreises, also einem Zusammenschluss der Aufsichtsbehörden innerhalb Deutschlands. Und die haben halt entschieden, also der Düsseldorfer Kreis kann natürlich nur in begrenztem Maße entscheiden. Insbesondere kann er nicht für die Rechtsprechung entscheiden, aber er hat natürlich mal so eine Maßgabe rausgegeben. Man soll alte Einwilligungen weiterhin nutzen können, wenn sie bereits jetzt den Anforderungen der jetzt geltenden europäischen Datenschutzrichtlinie gilt und wenn sie bereits jetzt diesen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen, also Freiwilligkeit der Einwilligung, was jetzt nicht so schwierig ist, aber Hinweis auf das jederzeitige Widerrufsrecht. Wenn dieser Hinweis zum Beispiel nicht gegeben wurde von Ihnen, dann sind Ihre alten Einwilligungen und Ihre alten Datensätze rechtswidrig. Oder wenn Sie zum Beispiel diese Einwilligung nicht protokolliert haben und nicht nachweisen können, dann wären die Daten auch rechtswidrig. Sie können alte Einwilligungen also über Mai 2018 hinaus nur dann nutzen, wenn Sie eben diesen Anforderungen entsprechen. Und jetzt wird vielleicht einigen von Ihnen halt heiß und kalt werden. Was machen wir denn jetzt? Also vielleicht mal vorab. Man muss natürlich jetzt mal die alten Datensätze prüfen und mal gucken, um wie viele Daten geht es denn. Sie könnten vielleicht verpflichtet sein, ab Mai 2018 alte Datensätze dann zu löschen. Vielleicht könnten Sie aber auch jetzt noch möglichst viel rausschicken und zu versuchen, eben jetzt nochmal Double Opt-in-Einwilligung einzuholen nach neuem Recht. Also stellen Sie jetzt Ihre Online-Formulare und den ganzen Prozess zur Einholung von Einwilligungen um und holen Sie neue Einwilligungen ein. Und damit meine ich halt jetzt nicht, schicken Sie irgendwelche Briefe raus oder schicken Sie irgendwelche Mails raus. Das ist halt schwierig. Sie werden da vielleicht auch nicht solche großen Responses dann haben. Aber wenn Sie zum Beispiel so Download-Angebote, irgendwelche tollen Sachen rausschicken, wo die Leute einfach klicken müssen, dass Sie dann vielleicht doch einiges an Datenbestand retten können. Also bereiten Sie sich auf alle Fälle vor, was soll mit unzulässigen Datensätzen, Datenbeständen passieren? So, dann komme ich zu Tipp 8, und zwar stellen Sie das Unternehmen auf die betroffenen Rechte ein. Diese betroffenen Rechte sind jetzt nicht alle so neu. Also das kennen wir natürlich schon, Auskunft und auch Löschung. Also das sind dann immer diese wunderbaren E-Mails, die man von irgendwelchen Leuten kriegt, die dann sagen, boah, ich will jetzt wissen, was Sie über mich gespeichert haben und ich beschwere mich jetzt hier und überhaupt und ich will, dass das alles gelöscht werden und so. Das bleibt auch weiterhin so.
Es gibt ein Recht auf Vergessenwerden. Also wer gelöscht werden will, der muss jetzt auch komplett gelöscht werden. Es gibt ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Das wird sich in Zukunft entwickeln. Sie müssen Daten gegebenenfalls auch so speichern in einem Format, dass Daten auf Anforderung des Betroffenen auch an einen anderen Anbieter übertragen werden können und so weiter und so weiter. So, was ist jetzt wirklich neu in der Datenschutzgrundverordnung? Neu ist die Frist von einem Monat. Anfragen von Betroffenen, also sogenannte Anträge, müssen innerhalb eines Monats erledigt werden. Und wenn sie das nicht machen, das hatten wir alle schon, dann hagelt es halt Bußgelder, nämlich dann, wenn der Betroffene sich bei Ihnen oder bei der Aufsichtsbehörde beschwert. Und da müssen Sie Ihre Prozesse drauf einstellen. Und die große Frage ist, können Sie das überhaupt? Wenn Sie zum Beispiel ein Callcenter haben und da sitzt eine gelangweilte Studentin und kaut auf ihrem Brötchen und da ruft einer an und sagt, ich möchte jetzt mal wissen, was da über mich gespeichert ist, dann wäre das halt fatal, wenn die dann erst irgendwie ihr Brötchen aufisst und Ihnen dann vielleicht auch keine Mitteilung macht, weil sie mit dem Anruf gar nichts anfangen kann, weil die gar nicht weiß, worum es geht. Tatsächlich fängt eine Frist von einem Monat an zu laufen und Sie müssen dann rucki-zucki tätig werden. So, und dafür müssen Sie sich vorbereiten. Sie müssen nämlich mal überlegen, wo sind denn diese ganzen Datensätze überhaupt gespeichert, ne? Manchmal hat man mehrere Systeme, Daten werden hin und her kopiert, dann gibt es Dubletten, dann gibt es Schreibfehler, dann gibt es Adressänderungen und so weiter. In welchen Systemen befinden sich die Datensätze zu einem Betroffenen und können eigentlich alle gleichzeitig gelöscht werden? Ist also ein ganz großes Problem. Und dann müssen Sie natürlich auch überlegen, welche Daten dürfen Sie eigentlich löschen und welche dürfen nicht gelöscht werden. Denn wir haben ja eben auch schon gelernt, es gibt natürlich auch diesen Erlaubnistatbestand der gesetzlichen Speicherpflicht. Sie können natürlich, wenn ein Kunde bei Ihnen anruft und sagt, jetzt bin ich unzufrieden, jetzt sollen mal meine Daten gespeichert werden, dann können Sie natürlich die Daten löschen in Bezug auf Werbemaßnahmen, aber nicht in Bezug auf steuerrechtliche oder handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der angelernt ist, der zuständig ist und sich damit auskennt und dann auch entscheidet, welche Teile eines Datensatzes denn nun gespeichert werden und welche gelöscht werden. Und die große Frage ist auch immer, sind alle Daten aktuell und zu einem Betroffenen dann auch wirklich auffindbar? Das sind Probleme, die Sie jetzt in den nächsten Monaten dann auch lösen müssen. Bereiten Sie sich vor. Was ist zu tun? Also Sie kriegen das natürlich mit Organisationsanweisungen und so in den Griff, hoffe ich zumindest. Also das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Regeln Sie die Prozesse und die Zuständigkeiten definitiv, dass auch jeder Bescheid weiß an allen Touchpoints, was da passieren kann, denn es gibt keinerlei Verpflichtung, sich bei Ihnen per Online oder E-Mail oder sonst wie zu melden als Betroffener. Die melden sich, wie sie wollen. Sie können auch ein Online-Formular dazu einrichten. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Die können Sie einfach, also dieses Formular in der Datenschutzinfo im Shop platzieren. Aber beachten Sie, dass eben keine Pflicht besteht, des Betroffenen dieses Formular auch zu nutzen. Sie müssen also wirklich sehen, dass Sie da auf allen Kanälen fit sind und dass insbesondere Ihre Mitarbeiter fit sind. Dann Tipp 9. Bereiten Sie die Änderung Ihrer Rechtstexte vor. Wir haben natürlich eben schon zum Verfahrensverzeichnis einiges gehört. Und was da alles im Einzelnen rein gehört, das steht in Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung. Das können Sie sich in Ruhe auch nach dem Webinar nochmal zu Gemüte führen. Also Zweck der Datenverarbeitung, dann die Rechtsgrundlage und ob Sie Daten in Drittstaaten transferieren. Und so weiter und so weiter. Dann, Sie müssen alle Betroffenen über ihre Betroffenenrechte informieren, also dass die ein Auskunftsrecht haben und Löschungsrecht und Widerspruchsrecht und so weiter und so weiter. Oder wo Sie Daten zum Beispiel herhaben, wenn Sie die Daten nicht direkt beim Betroffenen erheben, sondern eben auch aus anderen Quellen, zum Beispiel Profile anreichern. So.
Was machen Sie also? Sie müssen sehen, dass Sie Ihre Datenschutzinfo im Shop oder Nutzungsbedingungen und AGB schon mal entsprechend aktualisieren und in den Startlöchern vorhalten, damit Sie dann rechtzeitig am 24.05. 0 Uhr mit den neuen Texten online gehen können und erarbeiten Sie, das habe ich schon gesagt, Ihr Verfahrensverzeichnis. Damit komme ich zum letzten Tipp. Sie haben es also bald geschafft. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Prüfen Sie, ob Sie einen Datenschutzbeauftragten benötigen. Bislang war es so, dass ein Datenschutzbeauftragter nach dem Bundesdatenschutzgesetz, unter anderem dann bestellt werden musste, wenn 9 Personen, personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten oder eben weniger als 20 Personen nicht automatisiert verarbeiten. Das wird auch ähnlich so bleiben. Das ist jetzt im Bundesdatenschutzgesetz, im neuen Bundesdatenschutzgesetz, was ab Mai 2018 gilt, auch so geregelt. Hierzu gab es eine Öffnungsklausel in der Datenschutzgrundverordnung und hier konnte Deutschland eben das regeln, wie Deutschland das wollte. Und danach ist es so, dass jetzt dann ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, wenn im Unternehmen in der Regel mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt waren oder sind. Das heißt, hier ändert sich nur die Personenzahl von 9 auf 10, aber sonst gibt es ja keine großen Änderungen für Sie. Was machen Sie, wenn Sie also in diese Kategorie fallen? Suchen Sie jetzt rechtzeitig nach einem geeigneten Datenschutzbeauftragten und eins kann ich Ihnen sagen, es ist also möglich, dass auch der Datenschutzbeauftragte zukünftig, wenn er bestimmte Pflichten verletzt, auch haftet, also persönlich haftet nach der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es wird nicht so einfach, da jetzt einen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten einfach zu machen, weil die werden sich wehren. Sie sollten rechtzeitig nach einem vielleicht externen Datenschutzbeauftragten suchen. Es gibt genug Unternehmen, die hier diese Dienstleistungen erbringen und auch zu Pauschalpreisen sowas dann übernehmen. Also informieren Sie sich. So, wir kommen zum Ende. Was wir gerade als Kanzlei rausgebracht haben, ist eine Broschüre. Das haben wir in Zusammenarbeit mit PlusServer, diesem Hoster aus Köln, gemacht. Und zwar eine Broschüre, die Key Facts zur neuen Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein gedrucktes Exemplar. Das können Sie bei uns anfordern. Wir leiten Ihnen das dann per Post zu, damit Sie sich in ein Formular eintragen können. Habe ich das Formular mit auf diese Materialienseite gesetzt, wo Sie auch die Präsentation runterladen können zu diesem Webinar. Das ist also direkt untereinander auf dieser Seite res-media.net/intellishop eingefügt. Da können Sie das also beides gerne anfordern. Ich bin am Ende des Webinars. Ich hoffe, Ihnen raucht jetzt nicht nur der Kopf, sondern Sie haben ein paar To-Dos auf Ihrer Liste und wissen, wie Sie jetzt anfangen können, sich da auf die neue Rechtslage einzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wenn jetzt noch Fragen sind, haben wir auch noch Zeit, die zu beantworten. Ja, ganz herzlichen Dank, Sabine Heukroth-Bauer, für diese wirklich umfassende und gut verständliche Einführung in das Thema. Aber ich denke mir, da wird schon dem einen oder anderen Teilnehmer der Kopf rauchen. Ich glaube, von den vielen Rechtsthemen, die wir gemeinsam schon in den vergangenen Expertenwochen behandelt haben, war das sicherlich das umfangreichste Thema mit auch den größten To-Do-Listen, die daraus resultieren. Ja, wir haben auch eine Reihe von Fragen bekommen während des Vortrags von Sabine Heukroth-Bauer. Und ich möchte Sie, liebe Teilnehmer, obwohl wir schon etwas fortgeschrittener Zeit sind, trotzdem ermutigen und ermuntern, jetzt noch Ihre Fragen zu stellen über das GoToWebinar Fragen-Chat-Fenster. Gut, wir hatten ja bei dem Thema Recht auf Vergessen, dem Thema Löschen, haben wir ja ein bisschen so ein Dilemma, zumindest fragen das auch mehrere Teilnehmer. Wenn ich ja eigentlich beim Opt-in eine Protokollierungsnachweispflicht habe,
Wenn ich jetzt einen Datensatz wirklich lösche, selbst wenn ich das vielleicht dürfte, weil keine Rechtspflicht zur Aufbewahrung ist, dann kann ich ja gar nicht mehr nachweisen, wie ich damit umgegangen bin. Deswegen ist in den meisten Tools wie Mailchimp oder anderen Newsletter-Tools, kann ich zwar eine Versendung deaktivieren, ich kann den Datensatz sperren, aber ist der immer noch auf den Servern in den USA? Da ist dann aber halt eine Protokollierung, dass ich nachweisen kann, da findet kein Versand mehr statt. Ist Ja. das dann auch löschen oder muss es richtig gelöscht werden? Also der Datensatz an sich muss schon gelöscht werden, zumindest mal zu Werbezwecken. Man kann natürlich die Protokollierung an sich weiterhin speichern und aus meiner Sicht, also das ist jetzt meine Einschätzung, weil es wird sich natürlich alles entwickeln, würde so etwas unter das berechtigte Interesse fallen. Weil Sie als Unternehmen müssen natürlich nachweisen können, dass Sie Ihrer Löschungsverpflichtung auch nachgekommen sind. Sie müssen ja auch denjenigen, der da Sie angemeldet hat, zum Beispiel entsprechend informieren und auch diese E-Mail würden Sie zum Beispiel weiterhin speichern. Aber solche Datensätze dürfen dann eben nicht weiterhin genutzt werden in Mailchimp oder wo auch immer. Und derjenige darf dann wirklich keine einzige klitzekleine Mail mehr bekommen. Die Protokollierung und die Löschung an sich, also die Protokollierung der Löschung, die darf weiterhin gespeichert werden, aber ansonsten muss wirklich gelöscht werden. Ein weiteres Dilemma ist auch zum Beispiel, was ist mit Backups, ne? Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch völlig offen, aber wenn man jetzt den Gesetzestext nimmt, muss man natürlich auch innerhalb von Backups löschen, weil sie ja auch darauf zugreifen könnten und natürlich so einen Datensatz auch wieder flott machen könnten, wenn so ein altes Backup wieder aufgespielt werden würde. Ja, Also und die da kommt meisten noch. der erwähnten Cloud-Systeme, die ja sehr viele, auch sehr große Unternehmen im Einsatz haben, arbeiten ja genauso. Da kann man Ja. Dinge halt blacklisten, aber wenn jetzt derjenige, es kann ja Ja. auch sein, dass ein Interessent sich dann doch wieder später anmeldet, dann regenerieren die auch wieder die ganze Historie. Das heißt, es wird alles immer noch vorgehalten. Und im Prinzip wird das doch bedeuten, wenn ich ihn lösche im Sinne des Gesetzes, dann müsste ich ja eigentlich für die Protokollierung eine Art jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen Screenshot machen, ihn bei mir Ja. archivieren, aber in diesem Cloud-System vollständig löschen. Ja. Und das wiederum widerspricht eigentlich ja der ganzen Methodik oder auch dem ganzen Service-Gedanken hinter diesem System, weil für die Ja, meisten das ist Unternehmen völlig sind offen. das ja die Datenbanken, ja. Es ist völlig offen und tatsächlich wird es am Ende dann durch die Rechtsprechung entschieden, einfach weil vielleicht Bußgelder kommen und Abmahnungen kommen und weil dann irgendein Richter sich damit befasst. Und wie das dann ausgeht, das wagt man ja gar nicht vorherzusagen. Ich meine, wir erleben das ja nun wirklich so oft, dass man das Gefühl hat, man landet mit einem Prozess leider mal vor Gericht und solche Richter, die das da alles entscheiden, also aus meiner Sicht haben die meistens selber noch nie einen Rechner hochgefahren. Und entscheiden dann echt solche Sachen. Also das ist völlig offen, wo da die Reise hingeht, ne? Ja, ergänzend zu dem Thema, Sie hatten ja gesagt, dass ja, der gute alte Double Opt-in, dass da halt eine sehr strenge Nachweis-Protokollierungspflicht für da ist. Genügt das denn, wenn so etwas in so einem cloud-basierten Tool angeboten wird, oder muss ich mir sozusagen jeden dieser Opt-ins da, und das geht meistens ja dann nur manuell, nochmal zur Nachweis wie eine Art Dokument nochmal auf einem eigenen System ablegen? Nee, das reicht alles im System. Das ist ja auch mit Backups gesichert. Man kann jederzeit darauf zugreifen. Man könnte jetzt zum Beispiel die Historie zu einem Profil ja ausdrucken, bei Gericht vorlegen. Wenn das dann bestritten wird, dann würde eben ein Sachverständiger sich das System angucken. Es gibt ja Zeitstempel, das heißt, man sieht, ob irgendwas verändert wurde oder nicht. Und dann so könnten Sie letztendlich den Beweis führen, wenn es dann wirklich hart auf hart käme. Das Aber heißt, ohne Double Opt-in geht nichts, also kein Single Opt-in mehr. wenn jetzt ein Unternehmen den Dienstleister wechselt, also zum Beispiel von Mailchimp zu einem Wettbewerber wechselt oder umgekehrt, dann wäre es notwendig, sozusagen diese
Protokollierung, wenn möglich, daraus zu exportieren, damit ich Ja. später noch eine Nachweispflicht habe. Ja, ganz genau. Und das ist schwierig, weil man oft in der Historie dann nur noch das Datum der Übertragung, also der Datenmigration hat, aber nicht mehr das Datum, wann dann irgendwer sich wirklich eingetragen hat. Das ist natürlich blöd, wenn man dann wirklich gezwungen wäre, jetzt mal den Anbieter zu wechseln. Da kommen echt Probleme auf uns alle zu, die wir uns heute noch gar nicht so wirklich vorstellen können. Ja, aber Stichwort Erlaubnistatbestand. Sie hatten ja auch gesagt, eigentlich brauche ich eine Einwilligung des Kunden für die Datenverarbeitung. Jetzt willigt ja mein Kunde ein bei einem Double Opt-in, dass er gerne einen Newsletter bekommt. Da wird in der Regel ja, zumindest wenn man es richtig macht, ja auch schon länger darauf hingewiesen, dass ich jederzeit widerrufen kann oder ein Opt-out machen kann. Aber eine Einwilligung, wo jetzt die Daten verarbeitet werden, gerade wenn eben so Cloud-Systeme, ich kann es ja dem Kunden noch nicht mal genau sagen, das ist ja Also gerade das Basis des Cloud. dafür brauche ich keine Einwilligung, kann ich mal gerade dazwischen grätschen. Also dafür brauche ich keine Einwilligung, sondern die Einwilligung bezieht sich darauf, dass ich die Daten erheben, speichern, verarbeiten, nutzen darf, zum Beispiel zum Zwecke der Versendung eines regelmäßigen Newsletters. Man muss da also relativ konkret werden und genau sagen, was man machen will mit diesen Daten, soweit es eben diesen Werbebereich betrifft. So, jetzt, man muss ja nicht fragen, nur bei einer Bestellung, ob man die Daten verarbeiten darf, sondern eben bei Werbemaßnahmen. Und der Rest betrifft die Informationspflichten. Das heißt, in der Datenschutzinfo muss ich dann reinschreiben, und wir nutzen den und den Anbieter und der hat die Server in den USA und so weiter und so weiter. Das heißt, das wäre eine reine Infopflicht und die Einwilligung bezieht sich nur auf den Zweck der Datenverarbeitung bezüglich dieser Daten. Das heißt eben, man sagt, für den Newsletter oder für, um ab und zu mal interessante Angebote des Unternehmens zu verschicken und so weiter. Gut. Hier noch ergänzend dazu eine Frage. Im Prinzip ist das, was Sie aufgeführt haben, dass auch der Auftragnehmer haftet und eigene gesetzliche Pflichten hat. Das dürfte vermutlich die größte Hebelwirkung haben, dass solche Anbieter auch ihre entsprechenden ADV-Verträge mit mir als Unternehmen, als Kunden, EU-gesetzeskonform anpassen. Ja, bisher haben die das ja nicht so gerne gemacht, ne? Die meisten Anbieter, also nur wenn man da lange genug gebohrt hat, dann waren die mal bereit, mit so einem ADV-Vertrag da an den Start zu gehen. Das ist natürlich jetzt anders. Die müssen selber also erstmal, man schließt ja ohnehin mit denen Verträge, wo das alles geregelt ist, ne? Dass man, was weiß ich, sich auf ein Jahr da verdingt und irgendeine Leistung in Anspruch nimmt zu einem bestimmten Preis und dass die im Grunde für nichts haften und so und auch nicht, wenn die Server mal down sind und was da nicht alles drin steht. So. Und die müssen halt jetzt ihre eigene Haftung und ihre eigene Verpflichtung da eben auch direkt mit aufnehmen. Und da müssen neue Verträge her. Und sie können eben solche Anbieter dann nicht mehr nutzen, wenn die dazu nicht bereit sind oder das irgendwie verzögern, solche Verträge zu schließen, weil auch das natürlich wieder Bußgeld bewährt ist, wenn sie da nicht den richtigen Anbieter sich raussuchen. Nächste Frage eines Teilnehmers, geht jetzt nochmal auf die B2B-Stoßrichtung aus, inwieweit es da eine Unterscheidung gibt. Und er fragt ganz konkret in seinem vorhandenen B2B-Kontext, wenn er jetzt einem Kunden X ein Produkt A verkauft hat, darf er ihm dann per Mailing ähnliche Produkte anbieten oder muss er auch im B2B-Kontext ausnahmslos schriftliche Einwilligung haben, Double Opt-in haben, um Ja. überhaupt E-Mail-Marketing betreiben zu können? Also der B2B-Bereich, oder fangen wir mal so an. Im Datenschutzrecht und auch nach der neuen Datenschutzgrundverordnung gibt es keinerlei Unterscheidung zwischen Verbrauchern und Unternehmern. Also B2C und B2B spielt im Datenschutzrecht überhaupt keine Rolle, sondern es geht immer nur um personenbezogene Daten und sie haben halt auf der anderen Seite entweder den Verbraucher Lieschen Müller oder sie haben einen Mitarbeiter, zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter in einem anderen Unternehmen, mit dem sie in Kontakt sind oder der bei ihnen was bestellt und das ist dann eben der Max Mustermann. Es geht immer um personenbezogene Daten und nach dem Datenschutzrecht wird eine Firma an sich nicht geschützt. So.
Das Datenschutzrecht müssen Sie aber unterscheiden vom Wettbewerbsrecht. Und wir haben in Deutschland eben das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da steht in Paragraph 7 drin, letztendlich ist es ja völlig egal, zu welchem Zweck Sie datenschutzrechtlich irgendwas erheben und speichern dürfen, aber E-Mails dürfen Sie auf alle Fälle nur dann versenden, wenn Sie eine ausdrückliche vorherige Einwilligung haben. Und das steht in Paragraph 7 Absatz 2 UWG, den können Sie mal googeln. Und da steht nicht drin, dass das irgendwie anders wäre, wenn man es mit einem Verbraucher zu tun hat oder wenn man es mit einem Unternehmer zu tun hat. Auch hier wird nicht unterschieden. Das heißt, auch ein B2B-Kunde muss vorher immer seine ausdrückliche Einwilligung erteilen, wenn Sie dem nochmal eine E-Mail schicken wollen. Und davon gibt es noch eine Ausnahme, und zwar für Kunden. Und das steht in Paragraph 7 Absatz 3 UWG, den gucken Sie sich auch mal an, der hat vier Voraussetzungen. Wenn Sie diese vier Voraussetzungen erfüllen, und das betrifft eben wirklich nur den Kundenbereich, also nicht irgendwelche Geschäftskontakte oder sonstige Interessenten, die Sie so gespeichert haben, dann dürfen Sie denen auch E-Mails schicken, ohne dass Sie vorher irgendwie eine Einwilligung eingeholt haben. Diese vier Voraussetzungen sind aber insgesamt sehr schwer zu erfüllen. Also die meisten, ich sage mal so 90% aller Unternehmen erfüllen die nicht, sodass die immer auf Paragraph 7 Absatz 2 hängen bleiben. Es wird jetzt sehr juristisch. Das heißt, sie müssen immer eine Einwilligung einholen. Und ich weiß, das merke ich ja auch bei Vorträgen, es gibt immer die Vorstellung, im B2B-Bereich darf man einfach erstmal rausschicken und wer das nicht will, der soll sich doch abmelden. Und so ist es nicht. Ja, Sie können dann echt haushoch abgemahnt werden. Das Gesetz sagt, es ist völlig wurscht. Sie dürfen niemanden never ever eine Mail schicken, wenn der nicht vorher dazu zugestimmt hat. Ja, ergänzend dazu fragt eine Teilnehmerin, wie sieht es denn dann mit Kundenbefragung, Online-Befragung aus? Letztendlich ist es ja technologisch gesehen auch eine E-Mail, die ich an den Kunden sende, ihn dazu Ja. einlade. Müsste im Prinzip dasselbe gelten oder nicht? Das ist die Frage. Es gilt auch dasselbe. Also Sie dürfen E-Mails ungefragt eigentlich nur versenden, solange das mit der Bestellung irgendwas zu tun hat. Und das heißt, der kriegt eine Bestellbestätigung, eine Auftragsbestätigung, vielleicht noch eine Versandbestätigung und dann kriegt er noch die Rechnung per Mail, Ihr Kunde. Und dann ist Schluss. Und alles, was Sie hinterher machen, das ist letztendlich Werbung. Und das dient ja auch letztendlich der Kundenbindung. Sie wollen Umsatz machen. Sie fragen Ihre Kunden, wie super fanden Sie es denn bei uns? Ne? Wie war denn das mit der Bestellung? Und waren Sie mit der Ware zufrieden? Und das ist Werbung nach der Rechtsprechung. Und dafür brauchen Sie eine Einwilligung. Und Sie haben eigentlich nur die Möglichkeit, das irgendwie in den Prozess so einzubauen, dass die Leute eben freiwillig an solchen Umfragen teilnehmen, indem Sie zum Beispiel so einen Link in die Auftragsbestätigung oder so einbauen. Aber damit sind sie schon hart an der Kante und laufen auf der Rasierklinge entlang, weil nämlich dann Werbung drin enthalten ist, für die sie eventuell keine Einwilligung haben. Und ich weiß natürlich auch, dass die Praxis das irgendwie komplett anders macht. Das interessiert halt irgendwie keinen. Bis sie dann abgemahnt werden. Und wir haben also einen riesen Anteil an Akten im Jahr, wo es wirklich nur um solche Abmahnungen geht und wo die Leute aus allen Wolken fallen und sagen, wieso? Jetzt habe ich gedacht, ich darf den fragen. Und das dürfen sie halt nicht. Ja, man Ja, sie beobachtet müssen ja es. auch häufig, dass wenn ich jetzt auf einem Altbestand an Daten sitze, die nicht jetzt die künftigen Vorschriften erfüllen, dass dann hingegangen wird und die werden halt nochmal angeschrieben und denen, um quasi einen Nach-Opt-in zu erzielen, indem dem Kunden damit nochmal die gespeicherten Daten offengelegt werden, proaktiv, und versucht wird, ihn nachträglich eben zum Opt-in Ja. zu bewegen. Auch so eine Zusendung ist ja erstmal dann quasi auf Unzulässig. wackeligem Boden, genau, Genau. unzulässig, aber ist es ja eigentlich zumindest der Versuch, eine nicht vorhandene Rechtsnormerfüllung nachträglich herbeizuführen. Insofern. Naja. Solange alles gut geht, ist ja gut. Da bin ich ja die Letzte, die irgendwie meckert. Und ich meine, ich bin ohnehin nicht jetzt die, die abmahnt. Also wir mahnen ohnehin nicht aktiv ab. Aber es ist halt so, natürlich besteht ein Risiko. Und blöd ist, wenn man einfach was macht und noch nicht mal das Risiko vorher weiß.
Man sollte sich schon informieren. Und das ist halt so, wenn einer jetzt wegen sowas abgemahnt wird, dann kostet ihn das, sagen wir mal, 700, 800, 900 €, vielleicht mal 1.000 €. Und das wäre jetzt vielleicht noch nicht mal das Tragischste an der ganzen Geschichte, sondern dass man für die Zukunft verpflichtet wird, so einen Verstoß zukünftig zu unterlassen. Und das Problem ist, wenn man in so einem Fall abgemahnt wird, zum Beispiel von der Wettbewerbszentrale. Die Wettbewerbszentrale oder auch Mitbewerber, die haben einen Anspruch darauf, dass dann so ein Unternehmen sich zukünftig verpflichtet, solche Verstöße gegenüber niemandem mehr zu begehen. Und so eine weitreichende Unterlassung ist natürlich für die nächsten zig Jahre ziemlich schwierig, wenn das dann jedes Mal 5.000 € kostet oder 10.000 € und bei jedem Verstoß wird es dann wieder teurer oder man fängt sich halt ein Ordnungsgeld vom Gericht nach einer einstweiligen Verfügung. Wer kann denn schon sagen, dass er in den nächsten zig Jahren niemandem mehr eine E-Mail schickt, der das nicht vorher war, irgendwie, der da nicht vorher eingewilligt hatte? Das Folgerisiko ist halt hoch in solchen Bereichen. Also insofern ist es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, da wir hier vom Wettbewerbsrecht sprechen, nicht der Kunde, der vielleicht sich ärgert, dass er eine E-Mail bekommen hat und nicht weiß, wann er sich mal angemeldet hat, ist das Nee. größte Problem, sondern der Der ist Wettbewerber nicht das oder Problem. Nee, die Zentralen. haben auch meist keine Rechtsschutzversicherung für sowas. Die kann man runterhandeln und dann kriegt der eine Unterlassungserklärung und da steht ja dann auch drin, dass eben er speziell nie mehr eine E-Mail kriegt. Das kriegt man auch hin mit Blacklists und technischen Einstellungen, ja. Das kostet dann auch nicht viel, weil die Leute haben dann auch Angst, irgendwie zu klagen oder eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Die wollen halt immer nur abmahnen und versprechen sich ein bisschen Geld davon. Aber Mitbewerber und diese Abmahnvereine und Anwälte, die sowas mitmachen, die sind da schon gefährlicher in dem Bereich, ja. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Fragen angesichts auch der fortgeschrittenen Zeit. Ein Teilnehmer fragt, müssen auch öffentliche Institutionen diese Regeln aus der Ja, Datenschutzgrundverordnung erfüllen? grundsätzlich schon. Und es gibt halt eigene Kapitel in der Datenschutzgrundverordnung und auch im neuen Bundesdatenschutzgesetz, wo nochmal so ein paar Spezialvorschriften auch für die öffentlichen Institutionen geregelt sind. Die habe ich hier jetzt im Einzelnen nicht angesprochen, weil das natürlich, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, nicht die Masse der Teilnehmer in diesem Webinar betrifft, weil es eben auch sich um ein Webinar handelte für B2B-Shop-Betreiber. Absolut, ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass auch die öffentliche Hand natürlich sich an den Datenschutz halten muss und hier nicht einfach machen kann, was sie möchte. Gut, ich würde sagen, zum Abschluss habe ich hier nochmal ein paar Begriffsverständnisfragen zusammengefasst. Insbesondere wurde mehrfach gefragt, was ADV-Verhältnisse sind. Wenn Sie das vielleicht ganz kurz nochmal bringen und auch nochmal vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal das Double Opt-in-Recht, so wie es bislang war oder was sich daran verschärft, das wäre, Ja. glaube ich, nochmal ein gutes Abholen der Teilnehmer. Also ADV, das heißt Auftragsdatenverarbeitung und ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, so ist es momentan in Paragraph 11 Bundesdatenschutzgesetz so geregelt und auch definiert, ist eben der Vertrag, den Sie mit einem Auftragnehmer schließen, wenn Sie ihm Ihre Daten geben, weil der die hosten soll, verarbeiten soll, zum Beispiel für einen Newsletter. Man hat das immer ADV-Vertrag abgekürzt. Wenn Sie das googeln, werden Sie da direkt drauf stoßen. Das ist jetzt also völlig neu geregelt ab Mai 2018 eben in der Datenschutzgrundverordnung und nennt sich dann Auftragsverarbeitung und hat dann eben eigene Pflichten auch für die Auftragsnehmer. So, dann Double Opt-in bedeutet, also Single Opt-in heißt, Sie haben einfach ein Formular auf der Webseite oder in Ihrem Shop, jemand trägt sich ein und schwupp, mit Absenden des Formulars, er klickt also auf den Button Absenden, ist er schon in Ihrem Verteiler. Das führt natürlich dazu, dass jeder Dolle jeden anderen irgendwie in ihren Verteiler eintragen kann und das hat zu Abmahnungen geführt.
Double Opt-in bedeutet, Sie haben ein Formular, jemand trägt sich ein, klickt auf Absenden und Ihr System versendet erstmal eine Bestätigungsmail an denjenigen, der sich da eingetragen hat, mit der E-Mail-Adresse. Und erst wenn er einen Link in dieser E-Mail bestätigt hat, dann kommt er in Ihren Verteiler. So können Sie kontrollieren, ob der, der sich da eingetragen hat, auch wirklich der ist, der auf diese E-Mail-Adresse überhaupt Zugriff hat und auch in Ihren Verteiler wirklich selbst rein wollte. Und mittlerweile ist das auch zulässig. Es gab mal so Schwierigkeiten mit dem OLG München. Das können Sie auch mal googeln. Die haben tatsächlich gesagt, bereits diese Bestätigungsmail soll Werbung sein. Das wird aber also von den meisten anderen Gerichten so nicht getragen und scheint auch so ein bisschen in Richtung zu gehen. Das geht, ist vom Tisch. Also Sie nutzen Double Opt-in und das ist technisch auch die einzige Möglichkeit, um digitale Einwilligungen überhaupt rechtssicher einzuholen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Sabine Heukroth-Bauer, für diesen spannenden Überblick. Und ich denke mir, wir haben alle mitgenommen. Die Zeit ist vorbei, dass man sagen kann, als Datenschutzbeauftragten ernenne ich jetzt den oder die Kollegin, die gerade am wenigsten zu tun hat, um irgendeine Pflicht zu erfüllen. Hier muss ich mich ernsthaft mit auseinandersetzen, muss mir Beratung, Hilfestellung leisten, es entweder extern outsourcen oder jemanden, der wirklich Verantwortung übernehmen kann, entsprechend einsetzen. Ich muss mein Risiko kennen, ich muss mich damit auseinandersetzen, vor allen Dingen nicht erst am 24. Mai anfangen zu checken, was am 25. Mai dann todsicher rechtsbindend sein wird. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse, auch am heutigen Webinar, dass Sie auch so lange dabei geblieben sind. Sie bekommen natürlich auch eine Videoaufzeichnung von dem heutigen Webinar im Nachgang zugesendet. Frau Heukroth-Bauer hat ja auch den Download-Link für Ihre Unterlagen für das Handout zu dem heutigen Webinar eben eingeblendet. Das steht dann auch nochmal in unserem Nachfass-Mail drin. Und ja, ich bedanke mich sehr über die ganze Woche hinweg. Wir hatten wieder einige hundert Teilnehmer drin, die sich für die verschiedensten Aspekte des B2B-E-Commerce interessiert haben. Die nächste E-Commerce-Expertenwoche wird voraussichtlich im November 2017 stattfinden. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, möglichst viele von Ihnen dort wieder begrüßen zu dürfen. Ja, mir bleibt es noch, Ihnen einen schönen restlichen Freitag zu wünschen, ein sehr erfolgreiches weiteres Geschäft. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder meine Kollegen bei IntelliShop und natürlich auch direkt an unsere Experten. Wir leiten Ihre Fragen auch gerne an unsere Experten weiter. Und ansonsten bis ganz bald, Ihr Oliver Schwarz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen und auf Wiederhören.